Also ein Band müsste für vier Maschinen reichen. Ich meine, echt nur ein zweites. Ach, das hier bringt schon die Stangen runter hier an der Stelle, okay. Weil ich gerade überlegt hatte, ob man hier vielleicht. Aber hier ist auch Platz. Kann man das vielleicht hier runterlassen? Die Stangen, weil dann wäre nämlich hier noch Platz für vielleicht noch eine Zuleitung. Wo ich stehe. Ja, ich glaube, das passt dann unten nicht mehr. Aber grundsätzlich hast du mal verstanden, was die Idee war, ne? Ja. Ich glaube, wenn wir es auf die Seite packen, dann schafft er nur zwei Maschinen zu befüllen. Also, das kommt ja dann hier so runter und guckt. Dann halt nur zwei Maschinen befüllen. Ah, da kommst du unten nur an zwei ran, oder was? Ja. Ach so. Andere Seite ist wahrscheinlich zu voll, oder? Eigentlich geht halt auch schon was runter. Aber könnte man vielleicht auch, wie du schon meintest, zusammenführen. Ah, wohl, nee, das wird glaube auch nichts. Oder bauen wir uns erstmal Kannst. fertig und gucken uns dann das am Ende nochmal an, ob wir irgendwo noch eine zweite reinquetschen. Eine zweite Zuleitung. Ja. Dass wir jetzt erstmal alles fertig bauen. Klar, es kann natürlich sein, man muss wieder das umbauen, aber vielleicht hat man dann einfach schon mal eher den Blick, wo noch Platz sein könnte. Ja. Weil aktuell ist auch alles so verschachtelt gebaut. Man läuft ja irgendwelche Rampen, Halbetagen und so ein Zeugs. Ja. Also, wir sind jetzt. Ja, wieder zu der Aufnahme haben wir uns jetzt hier getroffen. Sind immer ein paar Tage, sind wir zwischen Pause, nehmen wir wieder zwei, drei Folgen auf. Jetzt muss man erstmal wieder ein bisschen hier reinkommen, aber das sieht ganz gut aus. So. Und da haben wir hier ja schon was angedacht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist noch nicht wiedergekommen. Wir produzieren ja jetzt hier Schrauben. Warum kommt denn von hier oben ein Förderband? Ja, das frage ich mich gerade auch. Geh mal hoch und berichte die Lage von oben. Okay. Gucken, ob es hier. Ich meine, zwei Schraubenablieferungen hatte ich ja gedacht, aber das sieht, das hätte ja nach unten gehen müssen. Okay. Ja, das sind zwei. Ach nee, das sind ja auch Schrauben hier eins drüber. Das ist Schraubenablieferung. Ach so, ist doch Schraube. Aha. Ich bin jetzt schon der dritten von oben. Ja. Okay, dann macht das ja vielleicht dann doch Sinn. Jetzt nur eine, wo ist denn die andere? Müssen doch eigentlich zwei sein. Ah, da hinten. Aber ist nur noch nicht runter befördert. Ja, wir hatten das wahrscheinlich auch erstmal nur durchspielen wollen. Ja. Ja. Sogar. Geschafft. Ja, aber da können wir ja vorne quasi uns überlegen, wie man das von oben kommende mit dem, was von hier kommt, verbinden, dass dann weiterhin nur zwei nach unten laufen. Ja, aber da wird das Förderband wahrscheinlich dann auch nicht ausreichen. Bei 8 Maschinen war das egal, bei 6 Maschinen machst du ja so. 40 Schrauben die Minute raus. 120 insgesamt und das Band schafft nur 60. Dann musst du mal oben gucken, ob du die Ablieferung gleich hier vielleicht eins rüber bekommst. Weil jetzt, wenn die jetzt von hier kommt. Oder wir machen es einfach auf die andere Seite, dass es hier runter geht. Ich glaube, du landest unten im Felsen. Oh, das könnte sein. Ja. Oder? Maschine, oder? An der Decke müsste es noch gehen. Ich Unten. habe. Siehst du mein markiertes, was ich abreißen will? Nee. Schade. Ja, mein Förderdings, oder? Ach, da hinten sehe ich was. Genau. Bin ich hier drunter? Also, wird es hier passen, sag ich mal? Also bis hier wäre Platz, wahrscheinlich. Also rein von müsstest du noch nach außen, Richtung Achso, Außenwand.
Und nochmal eins, ja genau, noch eins rüber. Da siehst du vielleicht sogar die grüne Noch Linie. eins. Ja, da, Ah, hast du die grüne okay, Linie das jetzt? rechts. Siehst du die? Ja. Ja, das ist eigentlich unsere Richtung. Und dann aber noch eins vor, kannst du schon, zu mir. Zu mir, du siehst ja meinen Namen bestimmt, oder? Ist hier Nee, oben dein. schon an der Wand bleiben. Aber halt. Ich. Ja, und jetzt Linie folgen, Linie folgen. Bis die andere Kreuzlinie kommt. Ah. Noch weiter. Das ist die falsche Kreuzlinie. Noch ein Stück zu mir. Jetzt, Hier? die. Weil da könnte man sie ja direkt vor die Maschine setzen. Theoretisch. Ja. Ah, noch ein. Das ist jetzt 2 zu weit. Das ist ja der Lift, ne, den du da setzen willst. Der Förderlift. Stimmt. Ja, aber dann wäre er ja ungefähr hier, ne? Ja, vielleicht Also, noch eins weiter. Ja. Noch eins. das wäre vielleicht sogar besser, weil hier ist so ein Bau im Felsen. Und da sind wir dann in der Mitte quasi. Ja. Hast du dann unten wieder ein paar Das mehr könnte man Klemmstrecken? machen. Wir haben ja ganz unten extra eine Etage freigelassen, ne? Ja. Das heißt, wir planen das in die Richtung ein. Also, Dankeschön. Also kannst du vielleicht auch noch mal kurz angucken, nicht dass ich hier irgendwie Scheiße laber. Nö, bauen es dann um, wenn es nicht passt. Okay. Sagst mir jetzt nur, ob du den Lift zuerst setzen musst, dann kannst du ihn ja eigentlich schon bringen. Ja. Und rein. Der war ja jetzt eigentlich schon festgelegt an der Stelle. Oder ob ich erst diesen Fusionator setzen soll. Erzähl mal als erstes. Dann gucke ich mal, wie es passt. Dann setz einfach mal den Hörlifter ran und dann. Ist der dran? Sehe ich schon nicht. Muss ich mir erstmal Okay. eine Aufstiegshilfe bauen. Ja, es ist halt mit dem schwarzen Element wieder, ne? Also sitzt nicht richtig dran, es ist halt mit schwarzes Element. Ja, Wenn du nochmal so ich zieh Platz mal rum. bräuchtest, könntest du noch weiter in die Base rein, falls das unten dann besser wäre. Also hier passt perfekt so, wie es jetzt ist. Das ist gut, da haben wir das Stück schwarz, das ist doch gut. Ja, also es. Ja. Also es sitzt am besten, wie es passen kann. Aber es passt eher, wenn man es in den Raum rein macht. Ah. Soll es eigentlich nach ganz unten dann? Nach ganz unten muss alles dann am Ende machen, ja. Okay, weil da ist dann doch ein Felsen. Weil, ja, natürlich muss es nach ganz unten. Ich dachte, du guckst ganz Ja. unten. Nee, nee, ich Ach, du habe nur bist im ein letzten. Stockwerk Tiefe. Ach, du bist nur in der Maschinenetage, ne? Das bringt ja nichts. Ja. Ja, dann klappt es nicht, weil hier unten ist komplett Felsen. Ja, genau. Dann machen wir es andersrum. Was von oben kommt, müssen wir auf der Seite versuchen. Aber ich muss auch noch ganz runter, oder? Auch noch ganz runter. Ja, ist auch blöd. Muss ja auch ganz runter. Das sind ja alle beide Schrauben. Dann doch hier vorne. Wo ich gerade eben gesagt habe, wir versuchen die nebeneinander runterzubringen. Ja. Ja, theoretisch kann man ja hier noch eine Kurve machen. Also hier dran und dann Kurve hier und dann. Das Weil hier ist Förderlift. Kannst du ja sieht blöd aus. anfangen Sieht blöd und aus. dann. Okay. Finde ich nicht, also ohne es gesehen zu haben, finde ich es jetzt nicht so attraktiv. Okay. Gibt es vielleicht irgendwo was Schöneres noch? Auf jeden Fall passt das nicht, mein Abbau war sinnlos. Ich baue das erstmal wieder auf. Das heißt, wir machen erstmal die Seite, weil das ist die komplizierte Seite. Ja, weil Die bei andere. anderen ist ja kein. Genau, die läuft von allein, die andere. So, Fusionator, richtig. Ah, ne, nicht richtig, der vordere ist nicht gebraucht, aber es ist egal erstmal. Der ist gebraucht und von dem müssen wir jetzt weg überlegen. Ja, schon eine ganz schön gequetschte Sache, ne? Schätze ich Ja. mal. Das Ja. ist schon weg, okay. Achso, nicht mehr. Da meinst du jetzt gucken können, wie gequetscht das ist, weil die Kurve wird nicht reichen, dann um da unten wegzufahren. Das sah sehr eng aus. Ist ja schon so eine Kurve Ja. hier, das ist. Ja. Auch mit Was soll man Tricksen mit einer machen? engeren Kurve wird das nicht gescheit. Ja. So ein bisschen. Nicht. Ja, die sind auch breit, da kann es auch Servern benutzen. Nur das als Ecke benutzt, aber.
Und vielleicht doch das, was ich am Anfang sagte, dass man oben guckt, dass man hier runterfährt. Ja. Aber hättest du noch was testen wollen? Nee, 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 nee. Also wenn der so weit weg sitzt, dann ist er eigentlich sogar noch zu nah gewesen. Wenn, dann müsste ich sogar bis dahin. Wenn man ihn schon we weit weg macht, dann vielleicht bis nach ganz außen. Weil dann sitzt der in der nächsten Etage nämlich an der Außenwand, so wie der Zulieferungslift. Da sitzt der auch an der Außenwand innen dran. Ja, ups, mal gefallen. Hatten wir es jetzt schon probiert wegen dem Drehen? Wenn du nur das Endstück drehst, dass dann die Schiene vielleicht gerade bleibt. Ja. Hat man nicht probiert, nein. Können wir einmal von oben, einmal von unten probieren. Ja, aber wie soll das technisch eigentlich funktionieren, ne? Macht das überhaupt noch Sinn? Man kann es ja eh immer drehen, also in irgendeins ist es ja immer falsch, oder nicht? Ja, stimmt. Weil die Schiene dreht sich mit. Also zumindest wenn ich von unten nach oben mache. Ja. Dann nehmen wir von oben. Ich rechne mal deins nochmal ab, oder? Wenn ich von oben nach unten, nee, ich mach das hier, nackt. Achso. Dreht sich die Schiene auch. Die dreht sich dann immer an dem. Immer. Ja, wenn ich von unten nach oben. Wenn man dann Dreht sie aber sich ja. vielleicht oben ansnappen kann. Also egal welches Stück ich drehe, das obere oder das untere, dann dreht sich die Schiene. Ja. Ja, also ich hätte es. Es würde gehen, glaube ich. Da kannst du unten ja schräg anfangen und dann hoch so die Schiene. Das wäre so Ja. hier. Hier sitzt das Teil jetzt, wie es dann aussehen würde. Ja, Was von ich mach oben mal hoch. kommt. Ja, ich wollte Eins. da hinten jetzt nicht noch irgendwie wieder was abreißen und keine Ahnung. Ja. So aus einem ist ja Ja, schön. genau. Ja. Ja, doch, das funktioniert, klappt auch schon. Also, möchtest du mal hin platzieren? Nee, rein technisch sind die Viertellüfte schon ein bisschen blöd. Ja, aber das würde ich sagen, geht schon. Also mir wird es, wenn es möglich ist, es so gefallen, dass sie sich gar nicht wegdrehen. Weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll, innen drin als Technik. Okay, ich kann es dir, ich kann. Ich erkläre es dir, ja. Was Aha. ist eigentlich mit dem? Ich baue hier nochmal einen zur Demonstration hin. Aha, okay. Mach ich mal weg. Anderes, okay. So, so. Mach mal eins, ja. Gut. So, also hier unten kommt es reingefahren. Ja, das wissen wir ja. Wir liefern ab. Es kommt also oben reingefahren. Okay, es kommt von oben reingefahren. So, die Schrauben sind ja so. Aber Ja, also es die geht Schrauben kommen schon. reingefahren. Ne, man sieht's, es könnte schon gehen, ja. Doch, doch, es könnte gehen. Ist akzeptabel, ja. Okay, dann brauche ich ja gar nichts mehr dazu sagen. Meine Nee. Arbeit ist getan, ich gehe Kaffee trinken. Dann können wir das jetzt quasi nochmal überdenken mit dem davon. Lass mich hier durch. Ich komme nicht durch. Bin zu fett. Wobei, immer noch. Ach, du hast ja das letzte Mal zweimal essen wollen, stimmt. So, da habe ich verloren. Blind bin ich auch noch. Bin wieder an der Stelle, wo wir vorhin schon probiert haben, das anzuschließen. Also quasi wahrscheinlich unter dir oder so, ich weiß. Da oben wir waren und die Ah, zwei ihr habt dich gefunden. Schrauben dort, immer noch an dieser Stelle. Ja, ich war eins zu hoch. Dann ist es natürlich auch kein Problem, dann können die hier unten ja in die Base fahren. Beide. Ja. Ouch.
Stimmt das so mit der Stange, sag ich mal? Spüren sind wir unten, wir hatten es doch in die Richtung Okay. gezeigt. Die Stange Ah ja, müsstest du doch passt, sehen bei passt. dir. Ja, passt. Ja, ihr sitzt hier gut, ja, ich sehe sie gerade. So, hier oben. Oh. Jetzt verläuft es jetzt falsch rum. Der kommt ja jetzt von unten nach oben. Ich kann jetzt nicht mehr von oben nach unten rein. Wie die Lieferrichtung oder was? Ja. Du hattest das letzte Mal schon irgendwelche Probleme damit, aber das ist irgendwie komisch. Warum denn eigentlich? Die Förderbänder sind doch auch Aluminium. Muss vielleicht das Band zuerst platzieren. Nochmal weg von dir. Ich oder was? Ich. Okay. Und platziere mal die Förderleitung. Ja, wollte eigentlich eh zu dir hochkommen. Mir das mit anschauen. Oder dann tust du die vielleicht noch nachjustieren. Dann gehe ich nochmal runter. Und bring den wieder hoch. Und dann kannst du ja dann nebenher die Leitung bauen, dass es dann anliegt. Hui. Aua. Warum soll er denn jetzt anders rumlaufen? Du fängst trotzdem wieder von unten an. Ja, vielleicht weil dann schon ein Band dran ist, ich weiß nicht. Weil da würde ich doch aber unten im Band dran machen mit einem Auslasscontainer. Ich komme mal mit runter. Das halte ich für eine Okay. gute Idee. Ja. Warum ist das so? Das wird ein richtiges Problem, hier unten was zu bauen, ne? Ja. Also Förderbänder, das glaube ich nicht das Problem, aber halt die Gebäude. Ich mich Weiß ich hocken? nicht. Ich geht glaube einfach nicht. Aber Moment, man kann. So, ich baue es hier draußen erstmal ein hin. Irgendwo. So, das soll ja da reinlaufen in den. Was du da verkurbeln? Der muss irgendwie hierher kommen. Der Container steht da draußen. Ups. Habe ich jetzt gewartet? Hm. Ja, es ist. Hast du den jetzt schon gesetzt oder was, ne? Ne, ja, ich habe ihn gerade abgerissen. Aber der ist hier irgendwie, ne? Ja. Das hier kann das sein. Du kriegst sogar jetzt direkt einen richtig geilen Snap-Punkt für. So, wenn ich Snap direkt jetzt. hin. Achso, jetzt soll ich mal platzieren? Einfach. Jo. Jetzt hier mal, müssen wir das nochmal wegmachen. Ja, jetzt passt, oder? Die, also oben rein, unten raus. Aber willst du es jetzt wissen? Die Pfeile sind rauf und runter. Da steht nichts von oben unten. Achso, bei mir sind Pfeile. Bei mir sind da Pfeile vorne Ach dran. so. Ah, nur oben. Guck, vielleicht Nur ist es oben, so. ja, so ist richtig. So. Und das war vorhin nicht da, oder was? Das war vorhin verkehrt. Ja, vorhin war es blau, rauszus. Und jetzt mit dem Förderband, wo es gar nicht anschließt, klappt das, oder wie? Ja, das schließt, glaube ich, mit diesem schwarzen an. Da, wenn du beim anderen ja guckst, das wird da ja Ach, wahrscheinlich stimmt, was. richtig. Ja, gut, haben wir es doch geschafft, mit dem Container das vorzudefinieren, ist doch schön. Ja. Setz mal das Teil, lauf hoch. Ich bin schon am Laufen. Bis nach unten laut Hologramm. Ja, ich kann auch in den Himmel gucken, wenn du willst. Aber das ist schon oben. Was dauert jetzt noch so lange? Platzier mal. Oh. Oh, jetzt wieder unten. So. Da. Da wird es gebaut. Lass noch nicht anschließen oben, bitte mal. Okay. Erst mal weglassen. Und ich nehme jetzt mal hier.
Zumindest die Verbindung zum Container wieder weg. So, der Container ist jetzt weg. Da steht bloß noch so ein Stück Förderband hier, aber das ist ja irrelevant. Kannst du mal gucken, ob es jetzt geht? Ja, geht. Gut, okay. Hat also diese Richtung beibehalten, wo wir es definiert ja. haben. Wow, die Bautricks, die ist voll geil. So, was ist denn hier? Der ist ja eigentlich auch unnötig. Bau stehen nochmal um. So, Fusionierer eingespart. Genau. Wir müssen ja hier und da ein paar Bauteile nicht unbedingt haben, die man nicht haben muss. Genau, und das ist auch ein bisschen in der Wand gesteckt, das muss ja auch nicht sein. So, und hier den nächsten, ne? Kannst du da schon mal. Achso, müssen wir unten wieder drücken. Ich gehe runter und setze einen Container. Okay, ich gehe. Dann kannst du eigentlich auch so einen Förderlift setzen. Nö. 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 Dann muss ich ja wieder hochlaufen. Bist du so verrückt? Ja, ich komm ja schon. Dann muss ich ja heute Abend dreimal essen. Puh. Die sitzen falsch. Das ist eh falsch. Das ist falsch. Die Lüfte. Wieso? Ich schätze mal, dass dieser Boden der angedachte Boden ist, den ich hier angefangen habe. Ja, hallo, mir ist wenigstens aufgefallen, du hättest jetzt über Pix weitergebaut. Ja, ich kenne da so einen Trick. Das hilft uns ja nichts. Doch. Nein. Wer hat ja den Stein weggemacht? Achso. Manu. Und alles hochprojiziert. Jede Etage habe ich hochprojiziert. Ich baue das jetzt hier unten um. Ja, wir haben ja jetzt den Platz hier unten, ist doch kein Problem, dann wissen wir jetzt, wie es geht, oder? Ja. Ist es der Punkt? Ja, oder? Da wird schon richtig sein. Mittelfundament. Ob jetzt die Tiefe gereicht hat, weiß ich noch nicht, da muss man nochmal genau gucken. So, und jetzt laufe ich wieder hoch, bis gleich. Und jetzt passt auf jeden Fall schon mal der Pfeil, man hat's gesehen. Kann ja bestimmt irgendwie drehen müssen, einfach nur so doof dafür, dass die Richtung geändert wird. Möglich, ja. Jetzt tun die Pfeile auch übereinstimmen. Und ich kann auch kein Förderband mehr platzieren, okay. Er sitzt jetzt richtig dran, ohne Förderband. Jetzt sitzt er richtig. Okay. Aua, hat weh. So, ich brauche gar keine Förderleitung, okay. Das reicht schon der Ständer. Ach so. Aber dann ist er gleich trotzdem falsch. Ja, der Pfeil ist verkehrt. Ja. Macht das ja nur wegen dem Pfeil. Ja, jetzt. Ja, nur wollte ich mal die Ankommenrichtung natürlich anders haben, ne? Ursprünglich, hat mir ja schon mal gesagt, aber scheinbar wird das noch komplizierter. Ja. Ich wollte, dass die halt zueinander schauen. Jetzt schauen die halt nicht zueinander. Das wäre voll episch gewesen. Ja, lassen Sie sich was einfallen. Ich muss noch ein paar andere Dinge umbauen, scheinbar. Ja, die schauen ja jetzt zueinander. Nee. 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 Falsch. Ist ja falsch. Aber du verstehst, was ich meine, ne? Ja, ja. Die Schangen sind ja. Ja. Gucken sich auf den Hintern. Ja, die linke Stange hätte eigentlich hier auf der Seite gemusst. Ja, ich mach ja schon. Da bin ich jetzt gespannt, was das wird. Schätze mal nicht. Nein. Hey, hab's. Guck mal. Du siehst den Pfeil oben? Ich sehe gerade gar nichts. Gar kein Hologramm. Hä? Mach ich mal weg. Null. Jetzt? Nee, wo soll ich denn hinschauen?
Direkt hier? Nee, da ist gar nichts mehr. Jetzt? Jetzt? Jetzt ja, ja. Okay. Hast du irgendeinen Trick gemacht, den das Spiel nicht will und mir nicht anzeigt, oder wie? Ich habe mit mittlerer Maustaste es genommen, anstatt selber drauf zu drücken. Siehst du wieder nichts, oder? Du kannst die Pfeile tauschen, habe ich gerade gesehen. Ja, mit R. Aha. Für Rotation Richtung wechseln. Ja. Wir kommen trotzdem das Vorderband nicht zur richtigen ja, Seite, stimmt. Ne? Oder? Aber wenn du jetzt oben anfängst. Probier's mal. So, ich werde mal trotzdem mal versuchen, hier schon ein bisschen was zu bauen. Überlappen, warum eigentlich? Egal. Ach, weil der Snap an den Wänden jetzt nicht mehr die Originalhöhe ist, deshalb sagt er das wahrscheinlich. So, ich denke, müssen wir dann wahrscheinlich wieder rausreißen und einen Container platzieren, aber das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache erstmal da. Wenn man eine Vorstellung von dem ganzen Quatsch hier bekommt. Ja, das mit dem Angucken, ich glaube, das wird nichts. Wir könnten da sie beide in die gleiche Richtung zeigen, aber. Dann fährt der Äußere halt nicht mehr an der Wand runter, ne? Ja, sondern halt gut an der anderen Wand dann halt. Also. Ah, das geht ja. Ja, aber klar, warum machen wir das nicht? Ja, so nämlich halt ist besser, glaub. Hä? Ja, die Außenwand, genau. Für beide ja. Lüfte. Also ist dann halt nicht an der, direkt an der Wand. Warum nicht? Weil es Platz hat, also weil der Platz noch drauf ist. Ja, aber können wir es nicht machen? Glaub nicht. Bekommen wir es nicht angeschlossen? Glaub nicht. Hier kannst du die auch noch ein bisschen zusammenrutschen, ne? Hier ist noch eine Lücke dazwischen. Ja. Falls das uns oben hilft mit anschließen. Obwohl der schon rausguckt, ne? Ja, der guckt raus. Der guckt raus. Der ist so nicht. Der musst du weg. Ja, er muss eh nochmal weg. Hä? Ne, Moment. War das mal die Antenne? Achso. Ganz schön. Ja. Da war ja irgendwie so. Ja? Guck doch nicht raus, war die Antenne. Oh. Yes. Okay, da kann der zwar sitzen bleiben und der andere kann aber näher ran, falls man oben den Platz dafür benutzen kann. Schieb den ersten mal richtig raus, dass er an der Außenwand sitzen würde. Könnte auch eine Außenwand mal hinplatzieren, das wäre ja das Teil hier. So sein, oder? Oder so? So. So, oder nicht? Ja, genau. Wie die Wand platziere schon, wenn ich von oben drauf gucke. Er kommt hier oben dann halt neben dem Raum raus. Ja, es wird neben auch dem Fusionator. Es wird leider nichts. Weil der erste dann so weit im Felsen ist, dass unser Realismusverständnis dann wieder sagt, nö. Ach so, okay. Das wird nichts. Gut, dann bringe ich ihn normal wieder runter. Ach so, ist das schön. Wir sind direkt aneinander. Mhm. Aber ich nicht mehr ganz außen. Müsste ich mir mal. Hat der eigentlich jetzt oben an dem Splitter direkt dran, ne? Ja. Oder ich schau mal was nochmal. Ansonsten könnten wir da noch ein Förderband dazu machen, wenn wir die ganz rausrutschen, die zwei. Ja. Dann würde der ein Stück Förderband bekommen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Dürfen wir halt, wenn wir jemals upgraden. Förderband upgraden, dürfen wir es halt nicht vergessen. Ja, ich hoffe, dass man es sieht. Meinst du, ja, das guckt gar nicht raus oder was? Ah, doch, doch, doch. Ja, bestimmt. Ja, wir testen es jetzt, wird abgerissen. Okay, mach das. Solange ich hier was zu tun habe, kann man da oben auch noch ein bisschen was testen. Genau.
So, das ist das Beste, was ging, ohne das Loch hier unten größer zu machen. Muss ich ja wahrscheinlich erst die Wand setzen, so wie es aussieht. Ach, darf's nicht. Oh, das ist ja frisch. Ich habe gerade festgestellt, dass, glaube ich, ein Wasserextraktor nicht mehr reicht. Ich bin gerade die ganze Zeit an einem Problem dran, dass irgendwie das nicht Wasser genug hochkommt. Beziehungsweise die Pumpe pumpt sonst, dass alle fast zufrieden sind, habe ich jetzt gemerkt. Also, das reicht, glaube ich, echt nicht mehr. Aber dann hört die Pumpe auf einmal auf, füllt sich wieder selber und kippt nichts mehr nach. Dann steht alles. Okay. Ja, du kannst ja ausrechnen, oder nicht? Das hast du jetzt die ganze Zeit gesucht, das Problem, oder was? Also die Lösung dafür? Ein bisschen, ja, weil ich anfangs dachte, dass einfach die Pumpe irgendwie kaputt ist, aber. Ich guck mal. Ja, das Förderband sieht man. Sieht man gut. Sieht man gut, ja, dann bin ich ja wahrscheinlich da mit dieser Lösung zufriedener. Ja, ich glaube ich auch. Oh, das ist schön. Jo. Schick. Sehr schön. So, wir sind jetzt auf der Etage gewesen. Oh, das sieht man aber richtig deutlich, sehr wahnsinnig viel Platz. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Das war ja unten gefühlt nicht so viel zwischen. Ja. Wow, das ist gut. Was habe ich jetzt hier? Fusionator. Und jetzt kommt ja die andere Seite, ne? Genau, oder? Sind wir doch schon ja so weit? Ja, ja, ich glaube schon. So, dann kann ich jetzt schon mal den Förderlift nach unten packen. So, hängt dran. Was ging ja mal fix? Ja, das ging richtig fix. Dann noch ein Stockwerk weiter hoch. Da muss man noch was tun hier. Neue Absturzsicherung, wir müssen eine neue Höhe. Okay. Ach so. Sieht zu eng aus, dass der da dazwischen passen soll, ne? Ja, aber. Boah. Wow. Wo ist er denn? Ist gerade runter oder was machst du gerade? Ist oben von. Ich hab oben gar nicht geguckt, ob da die Fuß. Natoren. Stehen die schon? Ich dachte, ich die Etage oben fertig. Wenn nicht, dann muss ich nochmal ran. Ich schau mal kurz. Oh, die sind ja schon fertig. Ja. Hat Vollgas gegeben. Ja, das sehe ich. Aha. Also, wenn es euch ein bisschen unterhalten hat, lasst gerne mal ein Like da und ein Abo natürlich sowieso. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao, Leute.